Können Sie vielleicht einen Tipp geben, weil Sie sind Medienprofi, ich auch. Was kann denn der Otto Normalbürger, der vielleicht am Tag eine, für höchstens zwei Tageszeitungen liest und gar nicht die Zeit hat, das Chaos zu orten, was wir ja tun, wir machen ja nichts anderes als mediale Mülltrennung. Was können Sie dem Bürger, der auf diesem Gebiet noch nicht so erfahren ist, was können Sie ihm raten, wie kann er sich denn langsam hineinfuchsen und sagen, wie kann ich denn das, was offiziell da ist, das nehme ich auf, da weiß ich, da stimmt nur die Hälfte, die lassen Wahrheit weg. Wo kann er sich die B-Seite beschaffen, sodass es auch zeitlich machbar ist für ihn? Ja, es gibt immer eine Medien, an die man sich wenden kann, die eben kleiner sind. Und das Wichtigste ist, jeder Bürger sollte sich angewöhnen zu sagen, die großen Medien sind nicht dazu da, mich zu informieren. Die großen Medien sind Propagandamedien. Und dann fange ich an, mich umzugucken. Und ich kann nur sagen, die junge Welt ist eine sichere Bank. Da kann man sich gut informieren. Es gibt eine Reihe von Websites, von den Nachdenkseiten über Hintergrund.de, alles Schall und Rauch. Es gibt eine ganze gute Menge von Websites, wo man sich gut informieren kann. Aber einige werden ja auch dann attackiert. Die NHHZ, ja, die ihren Surveyor in der Türkei hat. Neue Rheinische Zeitung, genau. Eine weitere sehr gute Website, kann man nur empfehlen. Wenn die aber kritisch, sag ich mal, über Kurden schreibt, ja, also pro-kurdisch schreibt, dann kann es auch schon mal sein, dass der Survey im Moment nicht erreichbar ist. Das passiert dann auch. Ja, das ist ja jetzt gerade der Fall, nicht? Gerade heute Morgen habe ich noch auf seinen beiden Nummern versucht, den Macher Peter Kleiner zu erreichen und kann es nicht. Also das ist eben ein Punkt, aber ich glaube, was die Neue Rheinische Zeitung auch sehr angreifbar macht, ist natürlich die Tatsache, dass da Frau Hecht-Galinski schreibt, und die schreibt hervorragend und außerordentlich lesenswert über Israel. Das sollte man sich eben antun und um Gottes Willen nicht das, was in der Tagesschau ist oder was die Frankfurter Allgemeine schreibt. Ja, das kann man vergessen. Der Mensch wird hier auch in Deutschland schlicht sortieren lernen. Es zeigt sich einfach, die Menschen wissen schon, dass sie den Großen nicht mehr trauen können. Es fehlt nur ein bisschen an der Orientierung, wohin. Und zum Glück haben wir ein paar Websites, die auf Qualität achten. Und da stehen vernünftige Sachen drin, denen man auch trauen kann. Und eindeutig gehört die Neue Rheinische Zeitung dazu. Und wollen wir hoffen, dass sie bald wieder online ist. Und das Schwierige ist, diese Medien sind alle so angreifbar. Jederzeit können sie von irgendwem abgeschaltet werden. Und das heißt, die ganze Informationslage wandelt auf einem sehr dünnen Boden und ist politisch hochgefährdet. Und das kann nur eine Übergangsphase sein. Die Menschen müssen sich wehren, das hilft nichts. Um es nochmal auch ganz klar final zu sagen, Sie haben ja nie und wir als KenFM-Redaktion nie behauptet, dass wir die Verbreiter der Wahrheit wären, dass wir die Wahrheit kennen würden. Wir haben nur gesagt, wir ermitteln in anderen Teilen der Wahrheiten. Wir kennen jetzt eine Seite, aber es gibt andere Seite. Und es gibt ein schönes, alles iranisches Sprichwort, das sagt, wenn einer zum Richter geht, hat er immer recht. Wir sind die anderen, sage ich mal. Die sagen, da gibt's aber noch diese Informationen, die sollte man vielleicht auch noch wissen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben so einen großen Bogen gezogen.